Hallo, ich bin die Steffi aus Augsburg. Ich bin 23 Jahre alt und bin Erzieherin im Kindergarten. Seit 9 Jahren bin ich Vegetarierin und lebe jetzt auch seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr vegan. Warum möchte ich Challenger werden? Ja, ich möchte als erstes mal abnehmen, das ist mir ganz wichtig. Das will ich eigentlich schon seit Jahren, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe. Will ich fit werden, also einfach mal Sport machen, weil ich das überhaupt noch nicht gemacht habe. Also ich tendiere da so in die Richtung Zumba oder Schwimmen, vielleicht auch ein bisschen Yoga. Mal gucken. Möglicherweise auch Joggen, aber das ist jetzt nicht so mein Ding, glaube ich. Und dann zum anderen bin ich schockiert von den Vorher-Nachher-Bildern, die mein Freund gestern von mir gemacht hat. Seitdem bin ich noch viel mehr motiviert, hier teilzunehmen. Und ja, einfach weil es sich auch noch zusätzlich anbietet, weil ich jetzt seit heute in einer neuen Gruppe bin, in meinem Kindergarten und somit auch neue Kolleginnen und neue Kinder habe. Und zusätzlich jetzt auch noch als Teilzeitkraft eingestellt bin. Vorher war ich Vollzeit und bin dann wirklich um 5 heimgekommen und habe jetzt erstmal mir was zum Essen gemacht und mich dann vor die Couch geflätscht und entweder Fernsehen geschaut oder in Facebook gesurft, meistens sogar beides gleichzeitig. Ja, jetzt möchte ich das ändern und da ich jetzt eben um 14 Uhr aus habe, habe ich natürlich jetzt auch die Zeit dazu und hoffe auch die nötige Motivation zu besitzen, dann zu kochen und Sport zu machen oder andere Hobbys zu finden, wie Gesangsunterricht oder so. Das würde ich auch ganz gern mal wieder haben. Dann möchte ich euch von meinem ersten Tag erzählen. Das war gestern. Bin um etwa 9 Uhr aufgestanden, habe da mich gleich mal auf meinen Matcha-Banane-Schokoshake gefreut, den ich zusammen mit meinem Freund dann getrunken habe. Also jeder die Hälfte. War ein bisschen mehr als das eigentlich sein müsste, weil ich die Eiswürfel mitpüriert habe. Aber hat sehr gut geschmeckt. Und ich war dann auch den ganzen Tag über fit, wobei ich das nicht so von mir kenne. Ich hatte auch sonst immer Kopfweh, hatte ich gestern nicht und heute auch noch nicht. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Dann haben wir uns um kurz vor 12, ja, so zwischen 11 und 12, haben wir uns die Mini Crunch Pancakes mit Himbeer-Joghurt-Eis gemacht, die wirklich super lecker waren, obwohl wir den Agavendicksaft zum Süßen der Pancakes vergessen haben. Wir haben zwar obendrauf noch eingeträufelt, aber das muss man ja sowieso machen. Aber es war trotzdem durch die Bananen und das Eis oder so, war es trotzdem süß genug und hat wirklich gut geschmeckt. Außerdem haben wir statt den Himbeeren in der Füllung dann Erdbeeren genommen, weil ich keine Himbeeren zur Hand hatte und wir vorgestern auch im Supermarkt also im Bio-Supermarkt, keine gefunden haben. Ja, dann haben wir uns zum Abendessen, so gegen 17:30 Uhr, oberköstliche Zucchini-Bandnudeln mit Paprika-Tomatensoße und Walnuss-Crumble gemacht. Oh, wir hätten uns echt alle reinlegen können, außer mein Papa, der mag keine Zucchini. Der wird sich halt dran gewöhnen müssen, dass es jetzt in nächster Zeit oft Zucchini gibt, wenn ich koche. Ja, eigentlich soll man ab 19 Uhr ja nichts mehr essen. Davor hatte ich echt eine große Angst, weil ich teilweise erst um 12 Uhr ins Bett gehe und dann bis dahin wahrscheinlich schon Hunger habe. Aber ich hatte gestern keinen Hunger, obwohl ich schon circa 6 Uhr zu Abend gegessen habe und bis 0 Uhr dann nichts mehr, außer 10 Trauben, weil wir bei meiner Oma zum Rommi-Spielen verabredet waren und da alle so Pralinen und Schokolade und so in sich reingestopft haben und da wollte ich dann halt ein paar Träubchen essen. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe mich sogar ein bisschen, wirklich nur ein bisschen sportlich betätigt. Ich habe 30 Sit-ups gemacht und 30 Kniebeugen. Das ist wirklich nicht viel, aber mein Freund war da und ich fand es ein bisschen unangenehm, dass der mir die ganze Zeit zuschaut. Mitmachen wollte er auch nicht und zum Schwimmen wollte er auch nicht mit mir, deswegen ging leider nicht mehr. Aber es kommt schon noch. Ich habe sogar ein bisschen Muskelkater von den paar Sit-Ups, aber nur beim Lachen. Ja, wie geht es mir?
Ja, bis auf den leichten Muskelkater geht es mir eigentlich sehr gut. Ich bin super fit, war schon lange nicht mehr so gut aufgelegt. Ich freue mich regelmäßig auf meinen Matcha. Habe keine Kopfschmerzen mehr, wie vorhin schon gesagt. Die Angst, abends vorm ins Bett gehen hungern zu müssen, es scheint unbegründet. Und das Einzige, was mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ist dieses Fernsehgucken weglassen. Ich habe mich jetzt darauf geeinigt mit mir selbst, dass ich eine Sendung am Tag anschauen darf, anstatt drei oder vier, die ich sonst immer so nebenbei während dem Facebooken geguckt habe oder mehr gehört. Ja, aber meine Castingshows kann ich leider nicht alle aufzeichnen und nach den 30 Tagen angucken, weil dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Das war's eigentlich schon. Ich bin fertig für heute, freue mich auf Kommentare und Zustimmung von euch, dass ich damit auch nicht aufhören, sondern die 30 Tage zumindest durchziehe und vielleicht dann auch weitermache, was ich schon geplant habe. Ja, dann bis bald. Ciao.